Willkommen bei einer weiteren Folge von Europa Universalis 4. Und wir spielen natürlich wieder unsere Bayern. So. Und mit dabei ist auch der Multiple. Hallo. Hallöle. Hier seht ihr das, wir spielen beide dieselbe Nation. Und beide Bayern. Und wir haben uns ein bisschen abgestimmt, wie wir so vorgehen wollen. Wir warten jetzt auf ein, auf eine Anfrage von der Pfalz, was sie uns denn anbieten wollen. Ich hoffe, sie geben uns die Oberpfalz, weil sie haben einfach keine Chance. Sie müssen uns irgendwas geben, sonst können wir gerne so weiterbleiben. Ja. Und dementsprechend die Österreicher noch ein bisschen erhöhen. Und ich hoffe, dass wir durch den Angebot der Pfalz eben weniger Malus bekommen bei Österreich, weil wir ja nur das Angebot annehmen, was uns gegeben wird. Und nicht genau das, was wir quasi haben wollen. Eigentlich. Aber mal gucken. So, wir machen mal die Zeit weiter. Entschuldigt, dass hier immer noch abgeschnitten ist. Das liegt einfach daran, dass ich noch keine Lösung gefunden habe für das Problem der Oberkante meines Rechners. Also da ist irgendwie die Kante vom Spiel abgeschnitten. Wenn ich aufnehmen möchte im Vollbildmodus, geht nicht. Ich muss im Fenstermodus spielen. Und naja, da, ich denke mal, das kann man noch trotzdem erkennen. Scheiß Apple. Das hat mit Apple nichts zu tun. Man kann es trotzdem probieren. Nee. Man sieht ja trotzdem was da oben. Das sieht nur die ganz oberste, kleine oberste Kante, die ist halt ein bisschen weg. Naja. Ja. Ich meine, wenn es stört, wenn es einen stört, schreibt es in die Kommentare. So, wir gucken mal eben. Sie geben uns nix. Okay. Nix, genau. Drei Prestige. Dann wollen wir nicht. Also wir werden jetzt mal... Ja, wir müssen jetzt ran. So, ich würde jetzt mal Frieden verhandeln gehen. Wir machen mal Pause. Machen wir bitte Pause, Multi. Jawohl. Ich muss mich echt mal bei Steam auf beschäftigt setzen oder so. So, also, wir haben jetzt hier die Oberpfalz ja schon ausgewählt. Wir brauchen dafür 69 Punkte, weil wir wollen auch noch 94 Dukaten rausholen, haben dann eine Ausbreitung von 28%, eine Überdehnung, eine aggressive von 13,6, das ist nicht viel. Das können wir noch ab. Wer sich natürlich einpissen tut, das ist natürlich in dem Fall alles, was so im Heiligen Römischen Reich ist. Ich weiß aber nicht, ob die Zuschauer mit den Tollen jonglieren können. Noch nicht, aber es werden sie. Ich meine, ich kann damit jonglieren. wird alles... also das hier ist... dieser Wert, den ich jetzt drüber bin mit meiner Maus, das ist halt der Malus, den du... Expansionsbeziehungsmalus, den du bekommst, wenn du eine Provinz einnimmst. Da weißt du schon mal, wie viel du Minus bekommst. In dem Fall 13,6 Minus. Das heißt, wir haben jetzt gegen Österreich und Böhmen schon mal 13,6 weniger Ansehen als vorher. Eine Ausbreitung von 28% ist nicht viel. Es ist zwar trotzdem noch eine Menge, aber ab 50 rebelliert erst das Volk. Also das geht noch. Von daher eine Provinz völlig okay. Das zweite wird dann bei Ansbach problematisch sein, aber das machen wir mal. So, 94 Dukaten. Wir machen mal Frieden. So, damit hätten wir die. Sauber. Wir sind jetzt bei 80 Österreich. Siehst du, es hat ganz schön reingehauen. Und bei 72 Böhm. Jetzt müssen wir noch Ansbach nehmen. So, ich habe schon mal bei den 3000 in der Oberpfalz. Darf ich die Oberpfalz schon zur Kernprovinz gestalten? Noch nicht. Ups. Weil die 3000 Einheiten sind schon auf autonome Rebellen unter Drückung. Ja, ja, das ist okay. Sicher ist sicher. So, und wir wollen natürlich Ansbach komplett nehmen. Das gibt nochmal eine 7,2%, weil nur 7,2 Ansehensverlust, weil es unsere Kernprovinz, also wir wünschen uns die Provinz und haben einen Kriegsgrund dafür. Deswegen kriegen wir weniger Malus. Aber nochmal eine 20%. Das heißt, wir sind bei 48%. Das ist gerade so die Grenze. Und wir machen mal eine Forderung senden. So, ganz wichtig schön ist, dass wir nochmal schauen. Also wir haben jetzt ignorierte Verfügung bekommen. Monarchen regierten durch den Erlass von Verfügungen, aber meist fehlt ihnen die Macht, sie auch durchzusetzen. Durch
Die Durchsetzung hing von den lokalen Obrigkeit ab, adlige Stadtregierung, die nicht immer so aufpassten, wie die Monarchen es gerne gehabt hätten. So, das heißt, wir bekommen jetzt erstmal entweder erhalt 10 Revoltenrisiko in Menningen oder wir verlieren 30 administrative Macht. Wir nehmen die 30 administrative Macht, weil die Revolten brauchen wir jetzt gar nicht. Jetzt haben wir noch was bekommen, und zwar ein Herold aus Ansbach sagt uns jetzt, dass wir halt Ansbach eingenommen haben, Friedensangebot mit der Forderung alle volle Annexion, gibt uns natürlich 2,5 Prestige. Und minus 7,2 Rufe, aber das wussten wir ja schon, haben wir ja schon vorher gesehen. So, jetzt haben wir natürlich eine brisante Situation. Wir haben im Moment natürlich wegen unrechtmäßigem Territorium im Reich das Problem, dass wir jetzt eben noch keinen Friedensvertrag schließen können mit Österreich. Leider. Ja, leider. Aber, mein Gott, gut. Wir versuchen es mit Böhmen. Da geht's nämlich. So, das heißt, wir sind jetzt mit Böhmen kurz verbündet. Ich muss echt das Team ausmachen, ne? Ich habe hier immer oben rechts das Overlay, das hier mir runterklappt. So, plus 1 Stabilität. Okay, warte. Entweder ihr spielt jetzt oder ihr spielt nicht. So, jetzt schauen wir doch mal, weil da ist uns irgendwas... Genau, Ulm und Würzburg haben sich schon mal gegen uns in einem Militärbündnis verbündet. Ja, Ulm ist ja okay. Das heißt, Würzburg, ja, Würzburg ist arg angepisst, hat jetzt minus 41. Das ist heißt, okay. Das wird nix mit deiner Friedel. Das ist ja auch nicht so schlimm. Geht alles. So, mach nochmal Pause bitte, weil wir sind noch nicht... Ich bin gleich wieder da. Kleinen Moment. Sind wir da. Ich muss das Overlay jetzt ausschalten. Bist du noch im Spiel? Ja. Ja. Gut. So, also, wir haben Böhmen, natürlich nahm unser Militärbündnis an, das ist okay. Natürlich ist Ulm gegen uns. Wie kann es auch anders sein? Das arme Ulm hat ja nur eine Provinz. Vertreibt die Hohenzollern, eine Stabilität geschenkt bekommen. Das ist sehr gut. Natürlich Würzburg gegen uns, das ist auch nur zwei Provinzen. Und Salzburg ist gegen uns. Aber Salzburg... Ja. Ja. Mal gucken. So, wir haben jetzt Ansbach. Heißt, wir machen Ansbach mal eine Kernprovinz. Und wir machen jetzt auch Oberpfalz. Oberpfalz eine Kernprovinz. Und wir hoffen, dass Österreich nicht uns die wieder abluchsen will. Ich glaube, wir müssen die Ösis ein bisschen, ein ganz ein kleines bisschen bestechen. Ja, mach mal. Das so. Kriegen wir schon. Ich könnte wieder eine gute Nachricht. Österreich hat entschieden, unseren Militärzugang anzunehmen. Wir können jetzt durch mal Österreich marschieren, das ist super. Württemberg ist gegen uns. Mhm. Ja, solange wir keinen Krieg erklären, sind wir ja raus. Ja, sie können Mainz uns auch angreifen. Nein, Mainz ist noch nicht gegen uns. Könnte aber noch passieren. So, wir machen mal dort in Mainz nämlich einen Frieden verbessern. Ich möchte, dass der nicht unbedingt gleich Minus ist. Ja, da ist er nämlich schon. Das heißt, wir werden jetzt mal versuchen, so die einzelnen drumherum ein bisschen zu befriedigen. Das heißt, wir rufen mal von Wien ab. Der hat nämlich nur noch plus 17 zu verbessern. Wir brauchen den in Ulm, beziehungsweise in Württemberg. Schaffen wir nicht, Württemberg schaffen wir nicht, aber wir schaden Würzburg schaffen wir. Das schaffen wir. Das heißt, wir gehen mal mit unseren wunderhübschen Diplomaten. Ja, genau. Nach Würzburg, nicht nach Württemberg. So, ich sehe schon, der liebe Österreicher hat einen Krieg gegen Burgund, Kleves und Aachen. Das heißt, wir können unsere Dinger durchkoren, weil er hat noch länger Krieg. Ganz andere Probleme als wir. Ja, ist kein Problem, solange der Ösi im Krieg ist, der so, genau. Macht geilen. Wir könnten einen Anspruch auf Konstanz machen.
und könnten Konstanz dann auch einnehmen. Da hätten wir. Oder wir beleidigen einen Rivalen Württemberg. Ich würde sagen, wir beleidigen unseren Rivalen den Württemberger, weil das gibt nämlich extra Punkte. Was gibt es denn für Punkte, wenn man jetzt den Württemberger beleidigt? Du bekommst 5 Prestige und 25 militärische Macht. Danke, das hätte man mir auch sagen können, wenn, ne? Gut, wieder was gelernt. Ja, du hast eine Mission gehabt, wenn dir das quasi. So, Ulm, wieder Beziehung verbessern. Die wollen wir nämlich aus der Koalition rauskriegen. Wir können ja 100 verbessern. Ui. Ach, mein lieber Lars, wir haben eine neue Quest. Anspruch der Provinz Konstanz. Habe ich gerade gesagt, aber die können wir noch nicht nehmen, weil wir haben noch Beziehungen zu verbessern. Ja. Wir hätten aber vielleicht eine andere. Beansprucht die Wittelsbacher Ländereien. Das heißt, wir müssen Heidelberg einnehmen. Würde ich erst später machen, wenn man. Ja, natürlich, aber die sind ja jetzt auch verbündet mit Hessen, Mainz, Ulm und Württemberg. Also von daher. Ja. Nicht nur eine Koalition, sondern eben. So, und ich versuche Salzburg nämlich aus der Koalition, also in der Koalition zu lassen, aber Ulm und Würzburg rauszunehmen. Dann hätten wir nämlich nur noch 3 Gegner und in Salzburg ist ja nichts mehr los. Na, in Salzburg ist so viel los, dass sie Bauernaufstände haben. Genau. Von daher passt das auch. Wir müssen jetzt wirklich uns ein bisschen die Gegner vom Leib halten. Ich meine, wir haben Böhmen im Hinterhalt, das wäre nicht das Problem. Die freuen sich, dass wir zusammen agieren. Ja, England ist Chef der Kurie, das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Halt, so, die Kurie besteht ja aus verschiedenen Nationen und jeder, der Kardinäle hat, der kann in der Kurie quasi Mitglied werden. Man kann sich auch zusätzlich Papsteinfluss selber nehmen, man bekommt immer Papsteinfluss, in dem Fall bekommen wir plus 0,47, ist nicht viel. Aber wenn wir jetzt 5 hätten, dann könnten wir dementsprechend Papsteinfluss gewinnen und dann hier auf dieser Liste auftauchen. Aber das passiert zufällig und am Anfang ist das erstmal egal, weil wir haben keinen Kardinal und dementsprechend können wir auch noch nichts machen. Aber die Historie hat uns gezeigt, Bayern ist ein sehr katholisches Land. Oh ja. Letztendlich bin ich froh, dass wir mit Österreich nicht verbündet sind. Weil ich weiß ganz genau, wie das enden wird. Wir müssen nur die Beziehung gut lassen. Wir müssen nur die Beziehung gut lassen. Was ich ja geil finde, ist, dass sie Baden als Vasallen haben. Ja. Die werden Baden auch später noch annektieren. Hast du mit historische Nationen im Glück? Nein. Zufällig. Zufällig. Was heißt, wir könnten Burgund erben? Jeder kann Burgund erben. Burgund ist ja eine Nation, um das mal den Zuschauern zu sagen, die natürlich späteren hier eigentlich dann Niederlande wird, im späteren Verlauf der Geschichte, aber Teile von Burgund eben zu Frankreich gehören würden. Und man kann mit Burgund eben Frankreich gründen oder Niederlande. Also eines der besten Nationen, um Niederlande zu spielen, wäre, wenn man Burgund spielt. Ist auch eine recht gute Nation, man muss nur aufpassen, dass man frühzeitig eben Frankreich angreift, ansonsten hat man Probleme. Weil dann Frankreich zu stark wird. Gut. Wir haben jetzt hier die Beziehung ein bisschen verbessert, bei den Ulm sieht es schon gut aus, minus 18. Wir machen mal die Zeit ein bisschen höher. Und wenn die nämlich plus sind, dann können wir die auch rauslassen aus der Koalition gegen uns. Weil alle möchten Bayern aufs Maul hauen, nur wir sind halt verbündet mit Böhmen. Das mögen die gar nicht. Ja. Aber ich denke, das kriegt man hin. Das wäre nicht das erste Mal, dass wir dementsprechend hier Bayern gewinnen lassen.
Ich bin nur schön, denn ich wohne in der Oberpfalz und jetzt ist die Oberpfalz ein Teil des Reiches, das wir spielen. Österreich hat eine Truppe verloren, die geht nach Hause. Aber Österreich, du Mensch, ihr könnt doch nicht. Also, naja. Ach komm, das ist schon das zweite Mal, wo es wir durchstiefeln. Deswegen, das ist doch peinlich. Ja, logisch ist es peinlich. Österreicher, die haben. Ich meine, letzten Singleplayer, das muss ich euch sagen, die sind da abgegangen. Das war nicht mehr feierlich. Die haben einen Krieg gegen Burgund geführt. Dann haben sie einen Krieg gegen Ungarn geführt. Dann haben sie, Laus, wenn du rausscrollen könntest, dass die wissen, wo die Länder liegen. Dann haben sie Krieg gegen Neapel und gegen Aragon geführt, also den ja, Großteil vom Mittelmeerraum. Und dann haben sie noch Krieg geführt gegen die Ottomanen und gegen die Krim. Ja. Hey, da kommt noch mal eine österreichische Truppe. Ja, ich habe gerade mal geschaut, man kann ja mit L die Truppen anschauen. Dann siehst du, Österreich hat zwar weniger Truppen als Burgund insgesamt, aber die Österreicher haben noch 25.000 Reserve, aber die Burgunder nur noch 279. Also von daher, ich denke, ich weiß, wer verlieren wird auf Dauer. Zwar mit herben Ja. Verlusten für Österreich, aber es wird Österreich wohl wuppen. Denn die belagern da drüben schon ordentlich. Oh ja. Die mit ihren 11.000, die da rumlatschen. Naja, kann uns ja egal sein. Wir sind nur ein kleines Völkchen namens Bayern. Die großen politischen Karten tun wir uns noch nicht an. Nein, erst groß werden und dann die Welt überrollen. Elsass möchte ein Bündnis mit uns. Elsass möchte ein Bündnis mit uns. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Elsass ist Elsass verbündet hat mit auch noch niemand. Breisgau. Ja, ich weiß. Aber ob die diplomatische Beziehung. Wir können nur vier haben, zwei haben wir ja jetzt schon. Wir könnten sie uns auf jeden Fall erstmal nehmen. Das Problem ist, dass von österreichischer Seite eher eine Warnung schon ausgesprochen wurde. Das heißt, dass sie eher dazu neigen, Elsass in den Arsch zu treten. Deswegen nehmen wir sie nicht an. Ich möchte nicht gegen Österreich kämpfen müssen, weil das ist definitiv ein Verlust. So, wir haben auf jeden Fall schon mal plus 8 bei Ulm. Plus 12. Ansbach ist bald quasi der Provinz. Man kann ja hier diese Kernprovinz erstellen. Das habe ich ja schon, glaube ich, erklärt, ja. Also Ja. wenn man hier eben diese Provinzen einnimmt, dann kann man hier bei Kernprovinzen sehen, wem sie gehört. Das gehört ja mal Ansbach, ist jetzt ausgegraut, weil Ansbach gibt es nicht mehr als Nation. Und wir haben einen Anspruch drauf. Das heißt, wir können diese auch zu einer Kernprovinz machen und relativ günstig. In dem Fall 20. Und, oder 75, ja. Also in der Art. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel es gekostet hat. Jedenfalls recht günstig und dadurch, dass wir hier einen Anspruch haben und dann drückt man halt hier drauf und dann kriegt man halt diesen Balken, der füllt sich so langsam und zeigt ja auch an, wann er fertig ist, am 14. August 1449. Das ist quasi bald. Und der andere ist am 14. Oktober 1449 fertig. Und solange Österreich im Krieg ist, können sie uns nicht fordern, weil sie ja der K Kaiser sind im Heiligen Römischen Reich, dass wir diese wieder freilassen. Und das ist eine sehr gute Sache. Also wir können Ansbach definitiv nutzen, um es direkt zu vassalisieren, also direkt zu annektieren. Da brauchen wir es nicht vassalisieren. Verbesserte Beziehung mit Ulm haben wir jetzt eine neue. Gründet eine Allianz mit Ulm. Okay. Das ist also Ulm ist okay, da können wir nehmen. Frage ist, kann man Ulm auch vassalisieren? Nein, kriegt man nicht hin. Nee, da will ich mit Ulm kein Bündnis haben. Ich mache aber die Beziehung verbessern, weil wir machen eh gerade die Beziehung besser. Die müsste auf mindestens 100 kommen. Okay. Versuchen wir es mal. Sonst brechen wir halt die Mission wieder ab. Die Pfalz mag uns gar nicht. Ja, verständlich. Wir haben die Oberpfalz. Ja, die haben nur noch 3000, sehe ich zumindest.
Müsste ich mal gucken, wie viel hat eigentlich die Pfalz an Militär? Willkommen im Reich, Ansbach. Hä? Was mit Ansbach? Ist Kernprovinz. Ah. Reich sagte dazu. Ja, was sind wir sonst? Wir haben einen König. Sie sind Königreich. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Nachfolger stirbt. Kannst du erklären, wieso? Naja, weil seine, ja, sagen wir mal, seine regierungstechnischen Stats bescheiden sind. Er wird uns eine administrative Macht bringen, überhaupt keine diplomatische Macht und eine militärische Macht. Also können wir hoffen, dass König Albrecht III. Von Wittelsbach, unser jetziger König, mit den Werten 2 administrative Macht, 2 diplomatische Macht und 2 militärische Macht länger lebt. So. Und ja. Wir bekommen jetzt gleich Steuern auf der Oberpfalz. Das heißt, wir kriegen gleich wahrscheinlich ein bisschen Geld. Dauert ein bisschen, bis sich das aktualisiert. Hier kriegen wir schon mal 3,34 und hier ist es jetzt so 3,97. Das heißt, es wird direkt uns an Dings da addiert. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Einnahmen. Wir können die Unterhalt auch ein bisschen runter machen, denn wir sind eigentlich nur in Alarmbereitschaft, deswegen die Hälfte des Geldes. Und dann kriegt man ein bisschen mehr Plus. Brauchen wir auch ein bisschen, denn ja, Baden ist nämlich im Krieg. Baden ist im Krieg. Ach ja, gehört ja zu Österreich. Genau. Ja, unser nächster Schritt ist, wenn dann Ulm und auch Würzburg wieder aus der Koalition austreten, machen wir einen Anspruch auf Salzburg. Die zwei sollen uns nicht, angreifen. Das wäre cool. Oder wir gehen nach Konstanz, weil da kriegt man direkt einen Anspruch. Ich würde nach Konstanz. Wobei Konstanz aber schlecht ist wegen Mainz, Pfalz und Würzburg, weil Würzburg dann automatisch wieder reinkommt. Wenn wir aber nur unten die Salzburg angreifen, die haben ja nur eine Koalition gegen uns. Das heißt, die kommen nur die Pfalz, Mainz und Württemberg rein. Oh, wir haben einen Kardinal bekommen. Das heißt, wir kriegen einen Sitz. Sehr schön. Im Papsttum. Bayern, Kardinal von München. Wir haben einen Kardinal, gibt automatisch 2,67 Einfluss hier oben. Und aber investiert haben wir 0, weil wir haben noch nichts. Aber es tut sich automatisch jetzt pro Jahr die päpstlichen Einfluss erhöhen dadurch. Und damit kriegen wir natürlich 0,97. So, wir haben ein Staatsproblem. Unser König ist gestorben. Nein! Nein! So, oh, das heißt, wir können im Moment auch gar keinen Krieg machen. Wir können nur vorbereiten. So, wir haben einen Regentschaftsrat. Und zwar heißt das unser alter Monarch. Ja gut, aber unser alter Monarch hat sich leider zu einem etwas zu zeitigen Tod entschieden. Mein Sohn nicht in der Lage sein, Nachfolger anzutreten. Ist ein bisschen überbackt. Paradox ist nicht so mit Deutsch. Ein Regentschaftsrat des Hochadels regiert unser Land. Während wir all auf die Krönung unseres neuen Königs warten, sind unsere diplomatischen Mittel beschränkt. Das heißt, wir können keinen Krieg anzetteln. Mein König, die sinkende Vertrauen unseres Volkes in die Regierung führt zu einem Stabilitätseinbruch. Das heißt, wir haben einen König verloren und deswegen Stabilität verloren. Ein abergläubischer Narren Unkern sogar unser Land hätte die Gunst des Himmels verwirkt. Unsere Monats- und Jahreseinnahmen werden sich verringern, nur das Revoltenrisiko steigt. Das heißt, wir schauen mal eben, was denn unser König, unsere Regentschaft hat. 5, 4, 3. Das heißt, in 4 Jahren, das ist doch gut, also besser als unser König im Moment. Gut, dass er schon vorher abgenibbelt ist, siehst du? Ja, aber in 4 Jahren wird's scheiße. Ist erstmal egal. Dann machen wir dann was anderes. Okay, mein Lieber, wollen wir nicht deinen Fokus auf die militärische Macht legen, dass wir da im Militär ein bisschen... Nein. Ja,
den Fokus können wir da schon hinlegen. Das Problem ist, dass wir da natürlich immer woanders einen abgezogen bekommen. In dem Fall haben wir 7-8 jetzt. Also wir können es machen, es hält aber 10 Jahre. Übrigens ist das hier nur Add-on. Das heißt, wenn ihr das Blanco spielt, das Spiel, ist diese Funktion nicht drin. Ihr braucht dieses Add-on. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Iron Man? Nee. Iron Man ist ein Modus. So, ich würde sagen, wir gehen mal auf die 7, 6, 8 und damit können wir unsere militärische Macht ein bisschen erhöhen. Wir können natürlich jetzt auch keinen König zu unserem Befehlhaber ernennen, weil nicht möglich. So, wir können aber mal schauen, wir können ja mal gucken, ob wir mit ich würde ja gerne mit Würzburg ein Bündnis schließen irgendwann. Das heißt, ich bräuchte eine Staatsehe. Staatsehe ist aber momentan wegen der Regierungsform in Würzburg nicht möglich. Das ist aber schön. Und hier ist es dasselbe, ne? Ja, Regierungsform. Das sind nämlich administrative Republiken. Die haben gar keinen Monarchen. Das ist ein Erzbischoftum. Okay. Schade. Mal gucken, wenn sie aus der Koalition gehen. So, wir machen mal noch weiter. Mal noch so 5 Minuten. Dann müssen wir erstmal Pause machen. Ja, Bayern ist natürlich immer in einer verzwickten Lage. Der hat so riesengroße Reiche neben sich und ganz viel kleines Mistzeug. Kann also nur in eine Richtung expandieren. Das geht in die andere Richtung einfach nicht. Leider, wäre nicht schlecht, wenn wir Österreich die Stirn bieten können. So, wir könnten noch zwei Söldner ausheben. Das mache ich jetzt mal. Aber wir sehen ja, Böhmen ist im Krieg. Brandenburg, Braunschweig, Polen, Moldau, Mazowien und Litauen. Na toll. Und Österreich marschiert weiter. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. So, wir haben jetzt eine Möglichkeit, Prestige zu bekommen in Form von Stabilitätsverlust. Oder wir bekommen minus 20 Dukaten. Naja, 20 Dukaten ist dann wahrscheinlich der bessere. Statt Stabilität. Weil Stabilität wäre dann ein Minus. Das ist doof. Jo. Ja, ein bisschen schwierig, aber für alle, die neu anfangen, die einfachste Nation ist erstmal Moskowi, also Moskau. Denn Moskau ist, was die Möglichkeiten angeht, ziemlich cool. Also du hast da deine Ruhe, kannst das Novgorod kaputt machen, so wie es jetzt Moskau wie schon gemacht hat. Perm ist ein Vasall, Jaroslawl ist ein Vasall und Pskov ist ein Vasall. Und Litauen ist momentan also auf andere Sachen spezialisiert, nämlich im europäischen Raum. Und du könntest quasi rein theoretisch dich um die Goldene Horde kümmern oder du kümmerst dich eben um Novgorod, weil das ist sowieso noch nicht kaputt und könntest um Twer dich kümmern und auf Rassian. Also wenn man Russland spielt, hat man genug zu tun und dass man Probleme kriegt. Das ist einfach eine ganz einfache Nation für den Anfang. So, wir haben Würzburg auf jeden Fall schon mal bis 100% gemacht. Das heißt, wir können mal schauen, ob wir da vielleicht irgendwie... Ich habe schon nach Mainz geschickt. Ich musste vorher sagen, weil ich wollte in Würzburg gerade was machen. Ach so. Kannst du den, der in Ulm ist, eh gleich fertig. Der in Ulm ist fertig. Ja. So. Dann halt so. Wir nehmen nämlich eine Garantie auf Würzburg. Das heißt, wir steigern nochmal unser Ansehen bei ihm, dass wir ihm seine Unabhängigkeit garantieren. Die brauchen wir auch am Anfang nicht. Das Land möchte ich nicht haben.
Brandenburg marschiert natürlich in Böhmen ein, ist natürlich doof, ne? Dass wir jetzt gerade Böhmen als unser Verbündeten verlieren, weil er gerade sich da in irgendwas reinlaufen ließ. Und Österreich ist beschäftigt mit Burgund. So, Würzburg, Bündnis anbieten. Juhu! Damit tut er automatisch unsere Koalition verlassen. Gegen uns. Zum Glück. So, das Ganze machen wir bei Ulm nämlich jetzt auch. Wir machen jetzt mal die Garantie proklamieren. Das heißt, dass wir uns versuchen, ein bisschen einzuschleimen. Ui, schau mal nach, Burgund. Breda. Mhm. Besetzt durch Augsburg. So, Militärdurchgang von Ulmgarn könnt ihr vergessen, brauchen wir gar nicht. Pff, was wollt ihr denn bei mir? So, der Krieg in Böhmen ist wohl vorbei. Ja, Böhmen ist in Frieden. Staatsehe von Böhmen. Natürlich, gern. Staatsehe mit Österreich nehme ich auch mal wieder in Kraft. Dann tun sie uns weniger hassen. So, dann hätten wir hier die Möglichkeit, immer noch nicht mit Bündnis. Schade, schade, schade. Geht mal aus der Koalition raus, liebe Leute. Geht mal raus da. Mal gucken, weil 25 wird 25 erhöhen. 25 Dukaten, machen wir mal. Jetzt sind wir bei plus 97. So. Könnten wir den auch nicht die Unabhängigkeit proklamieren? Ist schon. Ich muss nur warten. Haben wir schon. Ja, ja, wir müssen nur warten, dass die quasi sich entscheiden, jetzt doch mal wieder rauszugehen. Nein, aber wir haben doch die Quest, dass wir es auf 100 bringen sollen. Ja, ja. Ich weiß, aber wir haben es jetzt bei 97. Ich kann den Militärzugang noch nicht gewähren. Das ist auch doof. Dauert noch 3 Jährchen, bis unser König kommt. Ja. Wird er gleich wieder als König, als General verpflichtet. Du willst wirklich schon einen 15-Jährigen in den Krieg schicken? Ja. So, es gibt einen kleinen Trick, damit man die Beziehung ein bisschen verbessern kann. Immer mal wieder wegziehen, wieder hinschaffen. Sehr schön. Die Mission haben wir immer noch nicht, aber die militärische Macht hole ich mir jetzt. Wir haben jetzt einen Stufe 4. Stufe 4. Wir könnten rein theoretisch jetzt mal den Anspruch unten fingieren auf Salzburg. Damit wir zumindest mal den Anspruch haben. Müssen wir noch nicht angreifen. Aber was passiert in den nächsten Folgen? Schaut es einfach mal an. Wir versuchen uns hier durchzuschlagen und Bayern zum Sieg zu führen. Zumindest so groß zu machen, wie es in Wirklichkeit ist. Oh, Ulm verliert das Militärbündnis gegen uns. Sehr schön. Ja, super. Mal gucken, was jetzt noch draus wird mit Ulm. Die würde ich gerne... Rein theoretisch müsste man sie jetzt quasi in Anspruch fingieren. Nein. ja, wir schauen mal eben, was wir so machen können und dementsprechend würden wir uns dann gleich nochmal wiedersehen. Ich denke, wir nehmen nochmal eine Folge auf. Ja. Und dann wird das. So, bis zum späteren Zeitpunkt. Tschüss und viel Freude.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssle.